Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Gardapark in A Planet Coaster. Und wir haben ja eine kleine Neuigkeit, beziehungsweise es gibt Neuigkeiten, denn es gibt wieder mal einen neuen DLC. Und den würde ich euch gerne hier ja mal zeigen, wobei wir ja momentan so unglaublich viele Gewinne machen, dass wir uns das gar nicht leisten können. Aber ich kann euch zumindest das DLC oder den DLC, Download-Content, ja, den könnte ich euch zumindest mal zeigen. Das Ganze basiert auf den allseits bekannten Weltausstellungen, habe ich hier auch schon mal ausgewählt und erscheint morgen. Morgen erscheint das Ganze. Und ist dann für euch auch zum Zocken verfügbar. So, ich habe mir die anderen außer den Vintage-DLC, mit denen wir ja zuletzt hier gearbeitet hatten, die habe ich mir noch nicht so umfangreich angeschaut. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt der größte DLC ist. Aber auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann, ist, es sind sehr viele, deswegen fange ich auch gerade hier mit Gebäude an, sehr viele unterschiedliche Gebäude dabei. Wir haben zum Beispiel hier das Adobe-Haus. Ich muss mal eben gucken, warte mal, so war das, ne? Genau, hier können wir das mal drehen und da seht ihr, oh, mit, na natürlich klar, ne? Hier so ein altes, schönes Holzhaus und damit die Mitarbeiter da drin, damit es denen nicht zu warm wird, die haben dann natürlich da fett Klimaanlage am Stissel, am Start, sehr schön. Dann haben wir passend zur Landtagswahl, ja, Hashtag Heimat, schreibt mal Hashtag Heimat, nee, das ist, ich glaube, das kommt beim YouTube-Algorithmus ein bisschen komisch an, haben wir hier, ja, So ein Glockenturmhaus, wobei ich mich frage, das ist schon innen ganz schön hohl, ne? Dann haben wir für die Freunde der Gemütlichkeit, haben wir hier noch ein wunderschönes bayerisches Fachwerkhaus. Guck mal hier mit so Ranken dran und hier auch diesen Effekt, den ich mal erzählt habe, ne? Das Grundstück musste man da damals besteuern und dann haben die einfach immer nach außen hin immer breiter gebaut. Hier jetzt nicht ganz so durchgezogen bis zum Ende, aber immerhin. Hier könnte man auch wahrscheinlich schön so ein Laden oder so ein Souvenirladen oder so reinmachen. Man kann ja diese Häuser, kann man ja immer irgendwie alle modular bearbeiten. Hier, das Ganze nochmal mit diesen Balkonen, ja. Innenstadt, Hashtag Schaufensterbalkone, sehr schön. So. Dann hier ein wunderschönes Stuckgebäude. Erinnert mich an diese Anstreichergeschichte, die ich, glaube ich, mal in einer letzten Folge von Planet Coaster erzählt habe. Ja, es gibt noch weitere Folgen von Planet Coaster. Das Ganze nochmal in klein hier. Mit so einem schönen, dieser schönen kleinen Leiter, wo man hier reinklettert. Ich weiß gar nicht, warum ist denn da so eine Zwischenetage? Die gibt gar keinen Sinn, ne? Ja, die gibt irgendwie keinen. Nee, die gibt keinen Sinn. Ah, okay. Mir ist das ja auch wichtig. Oh, hallo! Entschuldigen Sie bitte. Was ist denn hier los? So. Also, das Ganze gibt es natürlich auch als Villa. Guck dir das mal an. Da steht der. Ein wunderschöner Springbrunnen erstmal hier vorne dran und dann stehen hier zwei Autos in der Garage. Aber man kann hier leider nicht rein, glaube ich. Aber auch da könnte man möglicherweise das da modular ein bisschen umbauen, dass das vielleicht funktioniert. So, dann klassisches Gebäude. Das hier ist eher so, ja, was sind das für ein Style? Ich weiß gar nicht. Und dann haben wir hier das Ganze nochmal etwas größer und dann geht es hier weiter mit den Mauren. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass wir mal ein bisschen mehr sehen hier. Ich finde das ja wirklich Wahnsinn, was mittlerweile ist in dem Spiel. Und guck mal hier, das erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichte von diesem. Da gibt es so eine Eisenbahnstrecke, ne? Die ist an so einem Markt in so einer indischen Stadt, glaube ich. Und immer wenn die Eisenbahn kommt, dann klappt der ganze Markt einmal hoch und dann. Und mit wie vielen Details? Die ganzen Fässer und da ist hier Obst und Gemüse und dann sind da Pflanzen und eine Palme und dann sind hier irgendwelche komischen, warum auch immer, wo gar kein Fenster ist. Okay, aber da könnte man da wieder Läden reinbauen, zum Beispiel vielleicht, ne? So, weiter geht's in die Shin-Dynastie, oder wie auch immer das richtig ausgesprochen wird. Also hier jetzt auch mal Dinge aus oder für China. Mich nimmt ja sowieso Wunder, ob in diesem Spiel noch andere Sachen außer China, Böller und Feuerwerk drin ist, die auch vielleicht chinesische Kunden anziehen. Warte mal, ich gehe mal eben kurz hier einmal oben gucken, ne? Da kann man wunderschön sehen. Auch so Ornamente hier dran, das ist schon ziemlich cool. Aber ansonsten muss ich sagen, dieses Gebäude dann doch eher langweilig. Da fehlen sogar Fenster und Türen. Ich habe keine Ahnung, ich schimpfe hier einfach. Das Ganze gibt es dann nochmal hier in klein. Man könnte zum Beispiel so eine Art, was mir gerade für eine Idee kommt, ist, man könnte doch dann hier hingehen und so eine Art, ja,
so einen China-Bereich machen, wo es dann auch Sushi und so gibt. Zeige ich euch gleich noch. Da gibt es dann auch wieder hier Dekorationen dafür. Und dann haben wir hier ein kleines Renaissance-Gebäude. Habe ich überlegt, ob man das vielleicht so hinstellen könnte, dass da hier auch so ein Weg durchgeht. Hier, so zum Beispiel. Ne, dass man da durchgehen muss. Und das Ganze, ja, von hinten wieder ein bisschen langweilig. Aber vorne hier diese Fassaden kann man natürlich dann auch wieder umgestalten. Das ist ja das Schöne da dran. Das Ganze gibt es dann auch nochmal in Variante 2 mit ein bisschen anderer Farbgebung, ohne diesen Durchgang. Und dann haben wir hier Taisho Roman. Was so ein Roman-Gebäude. Also hier nochmal. Was ist das denn hier? Das ist ein halbes Schwein. Ach nee, das sind so Kupfertöpfe, okay. Tontöpfe. Ja, wir haben also Barrels hier zusammen mit Tontöpfen. Aha. Ob das so passt, ich weiß es nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen kritisch bleiben. Hier, so, was haben wir noch? Hier wunderschöne Fensterfronten mit diesen. Das mag ich sehr hier, ne? Guck mal, hier diese schönen Vordächer über den Fensterchen. Das ist auch sehr schön. Okay. Ja, also soviel zum Gebäude. Natürlich haben wir auch jede Menge wieder Szenerie und da habe ich ja wieder gelacht. Was? Hammer gelacht. Wir können hier also so ein schönes Baguette aufstellen. Dann für unsere Bäume gibt es jetzt hier so Baumschütze, aber die passen nicht an jeden Baum rein. Haben wir einen Baum, wo das passt? Ich weiß gar nicht. Mal hier um die Laterne stellen. Muss man wahrscheinlich erst hinstellen und dann den Baum. Dann, wenn wir ja dann irgendwann mal wieder so ein schönes Einkaufsviertelchen machen, wo es Fressalien gibt, können wir hier lecker Burritos oder Spare Ribs oder was ist denn Churros? Kenne ich gar nicht. So, dann haben wir hier für unser, für Chinatown haben wir hier so eine Drachenlampe. Sehr, sehr cool. Guckt euch das mal an. Und dann ein Fleischspieß. Wobei, ne, ist nicht nur Fleisch drauf. Und weil die Entwickler so fürchterlich faul sind, haben sie die ganzen Sachen nochmal einzeln hier. Da kann man den auch mal selber zusammen basteln. Hier mit Paprika. Und noch eine andere Paprika und dem Fleischspieß selber. Da kann man vielleicht auch den. Nein, das war das. Und Tomato. Ja. Und dann hier Gelati, ne? Für die Italiano Eisdiele. Wenn wir hier zum Beispiel. Moment, wir haben doch irgendwo hier diese Milchbar. Da könnte man den noch hinstellen. Warte mal, das machen wir mal. Wollen wir mal gucken hier. So, warte mal, drehen wir mal ein bisschen. So. Passt zwar jetzt nicht ganz, aber da haben wir wenigstens mal eine Sache gebaut. So, was haben wir noch? Eine Drachenstatue. Alter Schwede. Guck mal hier. Sehr, sehr cool. Eine Drachenstatue. Dann haben wir eine große Krone für mich. Dann haben wir noch so ein paar Schilder hier und so ein paar Bögen. Eine kleine Drachenstatue. Eine große Krone. Kleine Bäumchen. Die Autos mit den Reifen. Und dann haben wir hier so eine Öllampe. Das ist natürlich auch cool. Ein paar neue Büsche. Und dann hier chinesische Lampen und Alter. Sehr gut. Dann haben wir hier Tomatenlampen. Was ist das denn hier? Awesome. Ah, okay. Dann haben wir noch ein paar neue Bäumchen. Sehr gut. So, dann gucken wir mal weiter. Hier, das meinte ich nämlich mit Sushi. Da geht es also hier in diesen asiatischen Raum rein. Dann hier für Freunde von Dr. Who haben wir hier eine Telefonzelle. Eigentlich müsste es eine Police Box sein. Das wird hier immer verwechselt. Dann haben wir hier Picknick-Einrichtung. Dann haben wir verschiedene Schilder. Warte, gucken wir uns mal eins an hier. Burrito Bonanza. Ich kann mal drehen hier. Ja? Ich finde es halt schade, dass es dann für die anderen Sachen gibt es halt nicht so coole Schilder noch nicht. Aber dafür sind hier halt sehr viele dabei. So. Ich weiß nicht, ob hier was da drin war. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Weltausstellung. So, genau. Diese ganzen ich wollte gerade sagen Automaten. Guck mal, bleiben wir bei Burrito. Und da sehen wir, das sind jetzt so, ja, wie soll ich sagen, relativ simpel gehalten. Und die sind dann halt, also da würde ich ja mehr, die würde ich dann halt in so andere Gebäude mit reinbauen, ne? Dass die nicht so hässlich sind, hätte ich jetzt fast gesagt. Haben wir natürlich auch nochmal in kleinen, also die kleinen Verkaufsautomaten. Da gibt es auch sehr, sehr viele neue. Was ist denn mein Ciao? Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. So, Fahrgeschäfte
Habe ich jetzt hier im Vintage Pack drin. Da gibt es hier keine. Ich weiß nicht, wie ist das eigentlich? Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, dass ich was Falsches sage und dann die Entwickler ganz böse mit mir sind. Da kann es ja sein, dass wir die noch freischalten müssen, ne? Hier ist aber schon eins freigeschaltet. Das nennt sich Rennen und Jagen Launched Motorbike. Und da seht ihr, das ist eine riesengroße 8R-Bahn. Was da der Drive ist, weiß ich gar nicht. Lassen wir eben drauf gucken. Ja, da sieht man die Wagen, ne? Ziemlich lange Schlangen und alles. Also Riesending. Das kenne ich sonst nur von zu Hause. Und 32.000 kostet das, oder was? Ich habe es gerade nicht gesehen. Ist der Preis? 32.000, genau. Ja, also. Auf jeden Fall sehr viele Inhalte, die wiederum dazugekommen sind. Und ich muss ja sagen, ich habe mich ja so ein bisschen in unseren kleinen Park hier verliebt. Vielleicht finden wir irgendwann nochmal die Zeit, hier weiterzuspielen. Leider war das Interesse daran jetzt nicht ganz so groß im Kanal. Wenn euer Interesse hoch ist, zum Beispiel hier, dass wir nochmal gucken, was wir bei der Pirateninsel Neues machen und warum hier die Leute gar nicht hingehen. Hier müssen wir wahrscheinlich noch ein paar mehr... diese Kanonen, ne? Da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Attraktionen hinstellen. Dann schreibt das gerne in die Kommentare und lasst einen Daumen da, wenn euch das gefallen würde. Denn irgendwie mag ich dieses Spiel. Guck mal, hier sitzen alle auf der Bank. Und auf dem... Was ist denn hier? Das ist ja ganz der Cooler hier. Da sitzt ja einfach auf dem Fass drauf. Oh, und die Frau hier hat eine wunderschöne Leopardenhose an. Und da quillt auch der Bock raus, alter Schwede. Wie gesagt, da würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und wenn ihr mehr sehen wollt, zum Beispiel hier von unserem fantastischen, das ist hier unsere Müll Road Alley, ja, also Digga, hier ist mal ganz klar, Müll ist am Start, ja, Leute kaufen auch ordentlich hier bei McDonald's ein und schmeißen dann die Kisten hier hin, so muttert. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, da kommt auch schon der Müllmann und ja, ab morgen im Handel das, ja, wie heißt es denn jetzt eigentlich richtig? Weltausstellungspaket ist dann verfügbar. Genau. World Ferries oder so ähnlich. Aber wird ja auch in euren Shops dann entsprechend auf Deutsch angezeigt. Hoffe ich mal. Seht ihr jedenfalls dann. Ja, danke, dass wir das vorab zeigen durften. Da freue ich mich auch. Das Video kommt jetzt zu einer ungewöhnlichen Zeit, aber ja, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Achso, hier ist Team Workshop Integration. Die wollte ich auch nochmal testen. Was Leute da Geiles gebaut haben. Da kann man halt die Baupläne nehmen und kann die dann selber aufbauen, ne? Ist auch eine sehr coole Sache. Ja, das soll es gewesen sein von dieser kleinen Vorschau. Ich sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!